Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es den zweiten Teil der Bücherregaltour und ich zeige euch hier das zweite längliche CD-DVD-Regal, das bei mir mit Büchern befüllt ist. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, ich verlinke euch das Video in der Infokarte und in der Infobox. Dort seht ihr auch mal das gesamte Regal, damit ihr euch jetzt ein bisschen besser orientieren könnt. Hier oben habe ich zuerst einmal 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez. Dieses Buch ist noch ungelesen und ich weiß gar nicht besonders viel darüber. Ich weiß, dass Anne von Literaturlehr mal darüber gesprochen hat, dass es außerdem ein Klassiker ist, der ja auf vielen Listen steht von Büchern, die man mal gelesen haben sollte, aber viel mehr weiß ich über die Geschichte nicht. Und hier stehen die Bücher relativ eng, wie ihr seht, das heißt, sie rutschen immer nach hinten durch. Hier haben wir Drachenläufer von Khaled Hosseini, das las ich vor kurzem, deswegen werde ich hier auch nicht viel mehr dazu sagen, aber es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe von ihm noch Traumsammler hier auf dem Sub, das ist also noch ungelesen und ja, möchte ich auf jeden Fall 2018 entdecken. Dann habe ich hier ein Highlight aus dem Jahre 2016, nämlich Marina von Carlos Ruiz Zafón. Ein sehr gruseliges Buch, ein Jugendbuch, eines, das mir wahnsinnig gut gefallen hat, gerade auch vom Schreibstil her und war der Grund, warum ich auf jeden Fall mehr von Carlos Ruiz Zafón lesen wollte. Dann ein Buch, das mich wohl ewig an meine Anfangszeit hier auf BookTube erinnern wird, nämlich Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf. Das war meine allererste Leserunde. Dieses Buch enthält die Blog-Einträge von Wolfgang Herrndorf. Er hat seinen Blog begonnen, nachdem er die Diagnose Hirntumor bekam und wir begleiten ihn eben ja, mit diesem Schicksal, was ihm alles widerfährt, welche Symptome er hat, wie er damit umgeht, wie auch sein Umfeld damit umgeht und wie es ihn auch als Schriftsteller verändert. Und das war ein wirklich ganz eindringliches und tolles Buch. Und dann habe ich hier zuletzt noch Gretchen von Einzelkind. Das habe ich euch auch kürzlich in einem Try a Chapter gezeigt. Ich möchte das Buch auch in Kürze lesen, denn das erste Kapitel gefiel mir sehr, sehr gut. Auch auf dem nächsten Regalbrett stehen die Bücher sehr, sehr eng. Ich versuche sie euch zu zeigen. Wir haben hier als erstes einmal Aus dem Leben eines Taugenichts von Josef von Eichendorff. Dieses Buch ist noch ungelesen und ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob ich es noch lesen möchte, denn ich habe insbesondere von Steffi vom Kanal Steffis Leseleben gehört, dass ja, dass es schon ein bisschen speziell ist, dass der Protagonist halt mit seiner Geige herumfiedelt und ja, viel mehr tut er dann auch nicht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so die Art von Klassiker ist, die mir viel gibt, aber ich lasse es jetzt erstmal hier stehen. Daneben haben wir dann Die Leiden des jungen Werther. Das habe ich bereits gelesen und mochte es sehr. Die Gedanken von Werther waren schon recht speziell. Also er steigert sich sehr in die Situation hinein, er ist halt unglücklich verliebt und ja, das treibt er auch bis aufs Äußerste, aber nichtsdestotrotz fand ich seine Gedanken sehr interessant und mochte vor allem auch die landschaftlichen Beschreibungen hier. Als nächstes haben wir hier Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Ein Buch, das ich auch sehr mochte, ein Klassiker, den ich sehr mochte und einen, den ich gerne mal im englischen Original lesen möchte. Daneben steht Das Schloss in den Wolken von Lucy Maud Montgomery, ein Buch, das ich wohl auf ewig mit Annika vom Kanal Annika Maas verbinden werde, denn es ist eines ihrer Lieblingsbücher und sie schwärmt immer wieder davon. Ich habe es noch nicht gelesen, freue mich aber unheimlich auf die Geschichte. Auch das nächste Buch ist noch ungelesen und zwar handelt es sich um Gefährliche Liebschaften von einem Autor, den ich nicht aussprechen kann. Es handelt sich um einen französischen Klassiker. Es ist ein Briefroman und es geht darin wohl ja um die Verführung einer Frau oder mehrerer Frauen. Auf jeden Fall werden hier einige Intrigen gespinnt. Und ich glaube, das kann ganz interessant sein, dadurch, dass man das eben nur durch Briefe erfährt und sicherlich auch aus verschiedenen Perspektiven. Und zuletzt steht hier auf diesem Regalboden noch Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Auch ein Buch, das viele als ihr Lieblingsbuch bezeichnen. Ich verbinde es mit Mona vom Kanal Bücherwunder. Und wie der Titel es auch schon sagt, geht es hier um eine Frau, deren Mann durch die Zeit reist. Und zwar absolut unfreiwillig, sehr ungeplant und er kann überhaupt nicht bestimmen, in welche Zeit er kommt und wann er auch ja wieder zurückkehrt, was natürlich die Beziehung sehr schwierig macht und es ist durchaus eine sehr spannende Liebesgeschichte, weil sie eben was Besonderes hat. Allerdings hat mir das Ende überhaupt nicht gefallen. Es war meines Erachtens total unrealistisch und auch viel zu kitschig. Auf diesem Regalboden haben wir dann wieder ein paar kleine Hardcover. Ihr wisst, dass ich dieses Format total liebe. Ihr habt auch im ersten Regaltour-Video schon einige davon gesehen. Hier oben haben wir so ein Ding, das habe ich von der Arbeit mitgenommen. Da wurde der 3D-Druck bei uns beworben und ja, das ist so ein typisches Ding. Wie kommt die Kugel in den Käfig? Na, mit 3D-Druck ist das möglich. Ich halte jetzt hier oben mal das Logo zu, damit ihr meinen Arbeitgeber nicht erkennt und stelle das mal weg. Hier an der Seite haben wir ein kleines Büchlein, das ich unheimlich schön finde, aus dem Rororo Verlag, nämlich Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Ein Klassiker, den viele, glaube ich, überhaupt nicht mögen. Ich fand ihn gut. Er hat mich jetzt auch nicht komplett aus den Socken gehauen, aber ja, er hat mich schon erreicht. Also die Stimmung ist bei mir angekommen. Der alte Mann
hat bei mir ein sehr intensives Gefühl auch ausgelöst mit seinem Schicksal. Und ja, aus dem Grund ist es auch ein Klassiker, der sich für mich auf jeden Fall gelohnt hat. Hier habe ich ein weiteres Buch von Gabriel García Márquez, Die Liebe in den Zeiten der Cholera. Oben habt ihr gesehen, 100 Jahre Einsamkeit, auch dieses Buch ist ungelesen. Dann haben wir hier noch Narziss und Goldmund von Hermann Hesse, ein Buch, das mich unheimlich begeistern konnte. Ich habe mir sehr viel angestrichen, ich fand die Sprache wahnsinnig schön und auch den Inhalt. Hier gab es so einige Formulierungen, die mich zum Denken angeregt haben, die ich mir auf jeden Fall markieren musste. Es geht hier ganz grob um zwei Jungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine entscheidet sich für ein Leben im Kloster, für ein intellektuelles Leben voller Enthaltsamkeit, während der andere in die Welt hinausgeht und eigentlich alles mitnimmt, was ihm das Leben zu bieten hat, sowohl die schönsten Gefühle als auch die schlimmsten. Also er hat sowohl mit großer Leidenschaft und Liebe zu tun, als auch mit großem Leid. Und ja, diese beiden begegnen sich immer wieder und kommen in sehr interessante Streitgespräche und das gefiel mir unheimlich gut. Und das war dann auch der Grund, warum ich mir die folgenden beiden Bücher gekauft habe, nämlich zum einen Demian von Hermann Hesse und Der Steppenwolf von Hermann Hesse. Beide sind noch ungelesen. Ich denke, ich werde als nächstes Der Steppenwolf lesen, weil ich darüber jetzt schon viel gehört habe. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, mit dem Autor weiterzumachen und hoffe, dass er mich genauso begeistern kann mit diesen Büchern, wie er es mit Narziss und Goldmund geschafft hat. Ja, auf diesem Buch befindet sich, wie ihr seht, kein Buch, sondern mein alter Gameboy, mein Gameboy Color. Den habe ich nämlich behalten und ich glaube, da ist sogar noch ein Spiel drin. Genau, Harvest Moon. Das war immer meine Edition. Mein Bruder hatte auch einen und damit wir die unterscheiden konnten, hatte ich das hier ausgemalt, eigentlich das Weiß. Und daneben befinden sich noch einige Spiele. Wir können uns die einmal angucken. Super Mario Land, Super Mario Land 2, Wario Land, Pokémon die blaue Edition, Castlevania Adventure, Mystic Quest, Kung Fu Master, Diner Blaster und Boulder Dash. Und daneben hatte ich noch eine kleine Box mit Pokémon-Karten. Und zwar habe ich ausschließlich Pokémon-Karten mit Pikachu drauf, weil ich Pikachu einfach liebe. Es war mein liebstes Pokémon. Es ist eben ein Mausartiges Pokémon und ich liebe ja Nagetiere und das hat einfach voll ins Schwarze getroffen. Ich finde ihn immer noch total putzig und ja, deswegen habe ich diese Karten. Kommen wir aber nun zu den Büchern zurück. Auf dem nächsten Regalboden habe ich zum einen Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Dieses Buch ist noch ungelesen. Alle Farben der Welt von Giovanni Montanaro. Das war eines meiner Jahreshighlights 2016. Ich werde euch auch gerne die Rezension dazu nochmal verlinken. Es ist ein ganz besonderes Buch, eines, das sehr unbekannt ist, soweit ich weiß, aber dieses Buch war unglaublich toll. Es geht hier um ein junges Mädchen und es geht auch gleichzeitig um Vincent van Gogh. Die beiden begegnen sich und diese Begegnung soll schwerwiegende Folgen haben und ja, eine ganz tolle Geschichte, die ich jedem nur empfehlen kann. Daneben habe ich Die Maschine steht still von E.M. Forster. Darüber habe ich jetzt auch schon genug gesagt. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist ein 5-Sterne-Buch. Es ist eine sehr, sehr frühe Vision des Internets und dessen Auswirkungen und absolut lesenswert. Daneben steht Der Schlüssel von Tanizaki Junichiro, ein Buch, auf das mich die liebe Ilke vom Kanal Buchgeschichten aufmerksam gemacht hat. Ich habe es jetzt erst kürzlich gelesen, das heißt, ihr werdet meine Meinung in meinem Lesemonat Januar sehen und deswegen werde ich gar nicht so viel dazu verraten. Ihr habt es dann auf Instagram vielleicht schon gelesen, denn da habe ich meine Meinung schon mal kurz abgegeben. Es hat mich nicht vollends begeistert, aber es ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Daneben haben wir Das Papierhaus von Carlos Maria Dominguez. Auch ein sehr spannendes Büchlein, ein Buch über Bücher, ein Buch über ja, Menschen, die so gerne lesen oder sich so sehr mit Büchern beschäftigen, dass es ihr Leben gefährdet. Eine sehr spannende und sehr kurze Geschichte, die für mich aber sehr eindringlich war und auch absolut lesenswert ist. A Room of One's Own von Virginia Woolf las ich auch erst kürzlich, gefiel mir sehr gut. Es ist ein Essay, in dem Virginia Woolf so ein bisschen über die Rolle der Frau nachdenkt und warum es Frauen vielleicht auch gar nicht möglich war, in der Literatur einen großen Platz einzunehmen, welche Voraussetzungen vielleicht erfüllt sein müssen, um überhaupt Literatur schaffen zu können und warum das Frauen halt in der Zeit nicht vergönnt war. Also es war ein sehr interessantes Buch, das ich gerne gelesen habe, in dem sie auch sehr reflektiert mit ihrer Meinung umgeht und das mir deshalb sehr gut gefiel. Ja, im Gegensatz zu diesem Klassiker hier, Der Finger im Roggen oder The Catcher in the Rye von J.D. Salinger. Ich konnte damit nicht so viel anfangen. Es geht hier ja um einen jungen Protagonisten, der so ein bisschen erkennt, was es mit dem Erwachsenwerden auf sich hat, der davon nichts wissen will, der meint, er hätte die Welt verstanden, der sehr viele Kraftausdrücke verwendet. Ich habe es jetzt im englischen Original gelesen. Wahrscheinlich macht es das einfacher. Ich könnte mir vorstellen, dass mich diese übersetzten Slang-Ausdrücke nur noch mehr gestört hätten. Aber es war auch so keine tolle Lektüre, denn es hat mir am Ende einfach nicht viel gebracht. Ich glaube, ich hätte das viel, viel früher lesen müssen.
Trotzdem konnte ich mich irgendwie noch nicht durchringen, das Ganze auszusortieren, obwohl ich damit ja sonst immer sehr schnell bin. Keine Ahnung, warum es hier noch steht. Vielleicht wird es dann in Kürze ausziehen, denn eigentlich fand ich es wirklich nicht so gut. Daneben steht die Glasglocke von Sylvia Plath, ein Buch, das ich unbedingt in Kürze lesen möchte, das ich aber auch nicht alleine lesen möchte. Und ich habe auch schon ein paar liebe Menschen, die das mit mir gemeinsam lesen möchten. Allerdings hat bisher die Zeit noch nicht so richtig gepasst, dass wir alle drei Lust und Zeit dazu hatten. Deswegen hoffe ich mal, dass das in 2018 passiert. Und zuletzt ein weiteres Buch, das wegen Ilke bei mir eingezogen ist, nämlich Aquarium von David Vann. Auch dieses Buch habe ich jetzt im Januar gelesen. Auch da werdet ihr also in Kürze meine Meinung zu sehen. Nur so viel, ich fand es großartig. Auf diesem Regalboden habe ich dann als erstes Der Report der Markt von Margaret Atwood, eine Dystopie, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, war eines meiner Jahreshighlights für 2017, nämlich aus dem ersten Quartal. Einfach großartig. Daneben steht ein Buch, das schon sehr lange ungelesen herumsteht, nämlich ein Sachbuch, How to Read Literature Like a Professor von Thomas C. Foster. Dieses Buch habe ich mir mal auf die Empfehlung von Sophie vom Kanal Ferstern hin gekauft und seither nicht gelesen. Ich habe hier so ein bisschen Probleme mit Non-Fiction, irgendwie greife ich nie dazu und ich hoffe, dass sich das hier mal ändert. Ich hatte mir das eigentlich geholt, ja, um vielleicht auch bessere Rezensionen verfassen zu können, weil ich halt einfach kein Germanistikstudium habe wie viele andere hier auf BookTube, da ich nie richtig gelernt habe, ein Buch zu analysieren und deswegen halt ja nur auf meine persönliche Meinung eingehe. Ich finde das mittlerweile nicht mehr so tragisch und am Anfang habe ich gedacht, ich müsste da noch ein bisschen professioneller vorgehen und hatte mir dieses Buch gekauft. Ich habe trotzdem noch Lust, es zu lesen und bin gespannt, was es mir eröffnen kann. Daneben habe ich eine wunderschöne Ausgabe von The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Ich liebe diese Ausgabe, ich finde sie wahnsinnig schön. Ich habe es in dieser Ausgabe noch nicht gelesen, ich las es als E-Book. Ich mochte die Geschichte sehr, es ist ein toller Klassiker, der die Zeit auch sehr gut einfängt, in der Fitzgerald gelebt hat und ja auch die Art von Leben, die er geführt hat, ist eine tolle Geschichte, die mich auch gerade zum Ende hin auch zum Nachdenken angeregt hat, die vor allem toll geschrieben ist und die mich auch dazu gebracht hat, noch mehr von F. Scott Fitzgerald lesen zu wollen und ich bin mal gespannt, was die anderen Werke von ihm bereithalten. Daneben eine Sammlung, nämlich The Yellow Wallpaper and Selected Writings von Charlotte Perkins Gilman. Über dieses Buch habe ich viel Gutes von Anne vom Kanal Literaturlärm gehört, spricht mich total an, gerade die Geschichte The Yellow Wallpaper, also die gelbe Tapete, klingt wahnsinnig spannend, da geht es eben auch um die Rolle der Frau, es hat feministische Untertöne auf jeden Fall, auch die anderen Geschichten, die hier drin stecken. Ein Buch, das mich also sehr, sehr interessiert und das mit Sicherheit auch in Kürze gelesen wird. The Time Machine von H.G. Wells war für mich auch ein Highlight 2017. Hier muss ich, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Auf Deutsch heißt es Die Zeitmaschine. Ist ein ganz großartiges Buch. Hat von mir 5 Sterne bekommen. Es geht darum, dass ein Gentleman aus England in die Zukunft reist. Und zwar so weit, dass man die Bevölkerung eigentlich gar nicht mehr als Menschen erkennen kann. Es gibt dort 2 Spezies mehr oder weniger, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Und hier steckt sehr viel zwischen den Zeilen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich mochte auch die Spannung, die hier aufgebaut wurde. Es war einfach durchweg interessant und großartig. Daneben habe ich dann Krieg der Welten von H.G. Wells oder The War of the Worlds. Auch das habe ich eben im englischen Original gelesen. Auch das gefiel mir gut. Nicht so gut wie die Zeitmaschine, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war immer noch absolut lesenswert und führt dazu, dass ich jetzt alles von H.G. Wells lesen möchte. Das heißt, da wird 2018 auch noch das ein oder andere Buch von ihm bei mir einziehen. Auf dem nächsten Regalboden findet sich als erstes ein Neuzugang. Ich zeigte euch das Buch in meinem letzten Avell-Unpacking im November. Das ist Adressat unbekannt von Cressman Taylor und ja, immer noch ungelesen. Solange ist sie auch noch nicht hier und ich kann noch nicht viel mehr dazu sagen. Dann haben wir hier so einen Klassiker, von dem ich immer noch nicht weiß, ob ich ihn jemals lesen werde, aber ich habe ihn zumindest in einer wahnsinnig schönen Ausgabe, nämlich Moby Dick von Herman Melville. Ja, ein Klassiker, über den ich jetzt schon so viele Stimmen gehört habe, die gesagt haben, das muss man einfach nicht gelesen haben. Andere finden es ganz großartig und ich bin so hin und her gerissen. Ich habe irgendwie gar keine eigene Meinung mehr dazu. Ich muss vermutlich einfach mal reinlesen und das eben zu einem Zeitpunkt, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, ich könnte Lust darauf haben oder ich könnte es schaffen, dass ich es dann auch nicht direkt wieder weglege, wenn es irgendwie unspannend wird. Es ist halt irgendwie so ein Projekt, ich will es noch nicht aufgeben, ich will es nicht aussortieren, ich will es einmal zumindest versuchen und deswegen steht es hier. Daneben haben wir Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Ich hatte gedacht, dass dieses gesamte Buch die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde enthält und war dann ganz verblüfft, dass hier drin noch mehrere Kurzgeschichten drin stecken und Dr. Jekyll und Mr. Hyde eigentlich sehr, sehr kurz ist. Ja, ich habe mich da ein bisschen vertan, deswegen habe ich hier noch ein bisschen was dran zu lesen. Dr. Jekyll und Mr. Hyde hat mir aber sehr gut gefallen. Daneben habe ich Schöne neue Welt von Aldous Huxley, eine Dystopie, oder Utopie, wie man es nimmt, die mir gut gefallen hatte, die mich jetzt nicht umgehauen hat, die vor allem sprachlich so ein bisschen schwierig war und
so gar keine Emotionalität transportierte, die aber trotzdem von ihren Ideen her richtig, richtig gut war. Etwas anders verhält es sich mit Herr der Fliegen von William Golding. Ich las dieses Buch als Schullektüre in der Realschule im Deutschunterricht und fand es absolut großartig. Hatte es auch ja in dieser Form im Gedächtnis. Als ich es jetzt kürzlich nochmal las, konnte ich nicht mehr so ganz nachvollziehen, was ich damals in dem Buch gesehen habe. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, dass wir es im Schulunterricht wirklich komplett gelesen haben. Ein paar Szenen sind mir noch absolut im Gedächtnis geblieben und ich weiß noch, wie die mich gepackt haben während des Schulunterrichts, aber ja, als ich es nochmal las, kam da irgendwie nichts rüber. Deswegen bin ich hier total unsicher, was ich davon jetzt halten soll. Vielleicht gebe ich dem Buch sogar noch eine dritte Chance. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das Buch dann beim dritten Mal lesen auch ja, mit einer Art Lektüre-Schlüssel lese, mit ein bisschen Interpretation von anderen. Ja, und dann einfach mal schaue, ob ich das da auch drin sehe oder ob ich da vielleicht doch was anderes noch rausziehen kann, was mir bisher entgangen ist. Ja, aber das letzte Lesen hat mir insbesondere auch sprachlich und von der Logik irgendwie nicht besonders gut gefallen. Daneben habe ich ein Leseexemplar von George Watzke, Wie man es vermasselt. Das habe ich auf der Litblock Convention in Köln bekommen vom Diogenes Verlag. Ich habe mich unheimlich gefreut und habe das Buch immer noch nicht gelesen, weil es halt ein humoristisches Buch ist von George Watzke und ich einfach nicht weiß, ob ich da wirklich Lust zu habe. Im Moment kam die Stimmung noch nicht auf und deswegen habe ich nicht dazu gegriffen. Allerdings bin ich mittlerweile vom Wetter so deprimiert, dass das vielleicht gar nicht schlecht wäre, mal sowas zu lesen. Und hier habe ich dann noch von Anna Stothart Museum der Erinnerungen. Das habe ich auch auf der Litblock Convention bekommen, ebenfalls als Leseexemplar. Und da freue ich mich auch wirklich drauf. Ich finde die Geschichte unheimlich spannend. Das klingt so ein bisschen nach einer Stalker-Geschichte, wo ja, der eine den anderen noch nicht so richtig loslassen möchte und sich in dessen Leben so ein bisschen einmischt. Ich bin gespannt, ob es wirklich in die Richtung geht. Es klang auf jeden Fall so und das finde ich sehr spannend von der Thematik her. Vor allem, wenn es sich nicht um einen Thriller handelt, weil da bin ich ja nicht so der größte Fan von. Dann kommen wir hier wieder zu zwei Regalbühnen, die nicht so viel mit Büchern zu tun haben und zeigen, wofür diese Regale eigentlich mal gedacht waren, nämlich für Spiele, CDs und so weiter. Und hier haben wir jetzt die ganzen Blizzard-Spiele von meinem Freund. Da ist nichts von mir. Ich bin nicht so der größte Blizzard-Fan. Ich habe World of Warcraft nur mal kurz angespielt, hat mich aber auch da schon nicht richtig gepackt. Diablo habe ich ja letztens drüber gesprochen, ist mir zu simpel vom Spielprinzip her. StarCraft, das ist mir eigentlich auch zu simpel. Also ich mag eigentlich schon Aufbaustrategiespiele, aber da geht es ja gar nicht mehr so richtig um diese Aufbaustrategie, sondern es ist halt wirklich ein Spiel, was man dann auch in den E-Sport bringen kann. Und da, finde ich, entfaltet es dann auch so sein Potenzial und hat seine Daseinsberechtigung. Aber das ist halt nicht die Art von ja, Spielen, die ich bevorzugen würde, weil ich spiele halt nicht unter Stress und ich spiele auch nicht zum Wettbewerb, sondern einfach nur zum Spaß und deswegen ist das nicht so richtig mein Spielkonzept. Ja, aber ich gucke es mir gerne an, also E-Sports gucke ich mir generell gerne an, deswegen hat es schon seine Daseinsberechtigung. Aber selber spielen tue ich sowas halt nicht, genauso wie mit Dota oder LOL. Da artet mir das Spielen einfach zu sehr in ja wirklich Arbeit oder Sport aus und das will ich eigentlich gar nicht. Also ich spiele da lieber wirklich rein zur Unterhaltung und hier unten habe ich dann noch mein Nintendo DS. Ja, dafür habe ich auch ein paar Spiele, die stehen jetzt allerdings nicht in dem Regal, sondern in einem anderen. Ihr seht, ich habe noch so ein paar Handhelds. Ich benutze die eigentlich nie, außer ich fahre mal in Urlaub und da wir im Mai in Urlaub fahren, freue ich mich schon, die wieder so ein bisschen zu reaktivieren. Irgendwie kommt dann auch so ein bisschen Retro-Feeling auf. Ich weiß nicht, so wenn ich zu Hause am Wochenende auf der Couch sitze, dann mache ich irgendwie andere Dinge, obwohl ich das natürlich auch tun könnte. Aber gerade wenn ich so unterwegs bin und auch nicht den Platz habe, um meinen Rechner natürlich mitzunehmen, dann sind solche Dinge sehr, sehr praktisch. Und damit sind wir schon am letzten Regalboden angelangt und der beginnt mit Von Mäuse und Menschen von John Steinbeck. Ein Klassiker, ein sehr schmaler Klassiker. Ich habe ihn auch kürzlich nochmal empfohlen. Es war für mich ein 5-Sterne-Buch und ein Lese-Highlight. Ich empfehle das als Klassiker-Einstieg, weil ich der Meinung bin, dass es sehr einfach geschrieben ist, dass die Handlung nicht schwer zu verstehen ist. Wir folgen hier auch sehr einfachen Personen und trotzdem hat dieses Buch alles, was ich an Klassikern so sehr liebe. Insbesondere das Ende. Es ist ja einfach, es hat eine gewisse Wucht und Eindringlichkeit und ich würde es auch gerne nochmal lesen. Und ich möchte vor allem noch weitere Bücher von John Steinbeck lesen. Das habe ich so ein bisschen vernachlässigt, denn eigentlich ist der Autor jetzt sehr interessant für mich. Daneben steht die Lyrische Hausapotheke von Dr. Erich Kästner. Also das sind Gedichte von Erich Kästner und auf dieses Buch wurde ich aufmerksam gemacht durch Steffi vom Kanal Steffis Leseleben. Ich tue mich ja ein bisschen schwer mit Lyrik, habe da eigentlich nie den Einstieg gefunden. Und das, was sie mir hieraus vorgelesen hat, hat mich durchaus angesprochen. Ich glaube, es ist wirklich der Einstieg irgendwie. Also es ist vielleicht auch jetzt noch nicht die lyrische Form, die ich jetzt so hundertprozentig toll finde. Aber ich fand einfach das, was sie vorgelesen hat, so gut, dass ich es auf jeden Fall selber entdecken möchte. Aber ich habe es bisher noch nicht getan. Also da habe ich den Schritt noch nicht gewagt, mich in diesen Bereich der Literatur vorzuwagen. Daneben ein weiterer Klassiker, nämlich 1984 von George Orwell.
Ja, ein großartiges Buch, für mich auch ein 5-Sterne-Buch, eigentlich ja die Dystopie und ein Buch, das mir auch immer noch sehr positiv im Gedächtnis geblieben ist. Ich möchte es unbedingt nochmal lesen. Es gab ja vor kurzem den Hype hier auf BookTube, wo es quasi gefühlt jeder gelesen hat. Und wer weiß, vielleicht ist 2018 ja das Jahr, in dem ich es nochmal lesen werde. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich kann mir vorstellen, dass ich mittlerweile wieder so viele Details vergessen habe, dass ich hier doch wieder neue Sachen entdecke und alte wiederfinde, die ich sehr geliebt habe. Also ja, ich hoffe natürlich, dass mich die Geschichte nicht enttäuschen wird beim nochmaligen Lesen, aber ich glaube, das ist kaum möglich. Und daneben dann der absolute Riesenbrocken, nämlich Die Elenden von Victor Hugo. Ja, es ist einfach massivst. Es ist ein riesiges Buch und ich hatte mir vorgenommen, das mit anderen zusammenzulesen. Ich habe mir da so einen kleinen Merker in mein Bookjournal gemacht. Anne hat sich da schon wiedergefunden vom Kanal Literaturlärm. Irgendwann hatte sie mal gesagt, dass sie sich das auch noch vornimmt. Ja, und ich hoffe, dass wir es irgendwie schaffen. Ich weiß nur im Moment, dass ich so wenig Zeit zum Lesen finde, dass ich nicht mal privat zufrieden bin mit meinem Lesepensum und ich es überhaupt nicht schaffe, das geregelt in einer Leserunde zu verpacken. Das ist echt schade und ich hoffe, das wird sich im Laufe des Jahres nochmal ein bisschen entspannen, dass ich mich einfach besser an die aktuelle Lebenssituation gewöhne, an die Zeit und ich glaube auch, dass der Frühling viel ausmachen wird für mich. Ich bin halt im Winter, wenn es so dunkel ist und gerade wenn das Wetter auch überhaupt nicht gut ist, bin ich sehr, sehr träge und müde und ja, habe gefühlt gar keine Energie und das macht sich dann in allen Teilbereichen meines Lebens bemerkbar. Ich hoffe, dass das mit dem Frühling und dem Sommer besser wird und vielleicht kann man sich dann diesen fetten Brocken mal vornehmen gemeinsam. Also falls ihr das auch noch irgendwie auf der Agenda habt, sagt mal Bescheid, dann machen wir da mal eine große Runde draus. Und damit war es das von meinem zweiten Teil der Bücherregal-Tour. Es wird auf jeden Fall noch einen dritten und vierten geben, in denen ich euch das große Bücherregal zeige. Mich würde natürlich jetzt interessieren, ob ihr eines der Bücher, die ich euch gezeigt habe, bereits gelesen habt. Gerade vielleicht auch die Bücher, die ich noch nicht las, wo ihr sagen würdet, lies es sofort, lass es nicht so lange da stehen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten hoffe ich wie immer, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!